Fans, habt ihr Bock aufs Teamfinale? Das hört sich verdammt gut an. Wir sind Team und Struppi! Vielen, vielen Dank. Verehrte Mitglieder der Nationalversammlung, Schwestern und Brüder, unsere Bewegung ist in Gefahr. Hallo. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Falschheit, dein Name ist Bildung. Bildung lässt ihre Haut altern. Oh, Bildung. Bildung macht abhängig, fangen Sie gar nicht erst an. ABC Bildung. Bildung in der Schwangerschaft lässt ihr Kind behindert werden. Missbildung. Oh. Falschheit, dein Name ist Toleranz. Ja, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber nein, ich habe überhaupt nichts gegen Ausländer, aber ich habe nichts gegen Behinderte, aber ich sag ja nicht, dass alle Juden sich ein bestimmtes Gen teilen, aber Falschheit, dein Name ist Ahnungslosigkeit. Das war immer so ein netter Junge. Ja, stimmt, der Oliver, ja, ne? Das war ein ganz aufgeweckter. Der war immer nett gegrüßt und stimmt. So im Treppenhaus. Auch, der war richtig aktiv. Der war richtig engagiert hier. Bei den Sportschützen stimmt. War der doch immer vorne mit dabei. Aber dass der mal so, also... Nein. Also ich habe ja die Mutter gekannt, das ist ganz tragisch. Wobei, das war schon konsequent. Naja, das gut, das schon. Ich meine, andere sitzen bloß vor den Computerspielen und der hat das ausgelebt. Der hat ausgelebt. Falschheit, dein Name ist Finanzkrise. Die Bild schreibt. Ah! Ah! Gott! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Ja? Mhm. Ja? Das Volk denkt. Guck mal, Ilse, was in der Bild steht. Falschheit, dein Name ist Vergangenheitsbewältigung. Nee. Wie? Wir haben hier kein Problem mit Rechten. Keine Probleme mit Rechten? Nee. Aber es ist doch neulich offensichtlich nie. Gewesen, hatten dass... Wir, hatten wir auch nie. Aber ich habe in der Studie gelesen, dass haben Sie nicht, haben Sie nicht. Habe ich nicht. Aber, nee. Aber es ist doch, Sie können doch nicht leugnen, doch, dass hier kann wirklich ich. Ganz eindeutig... Doch, raus, raus, komm. Falschheit, dein Name ist... Integration. Ja, ich lese da gerade Ihren Lebenslauf und Sie kommen ja nicht direkt von hier, ne? Sprechen Sie Deutsch? Also, ich weiß noch nicht so ganz, ob das bei uns so zusammenpasst. Weißes Hemd... Schwarze Haut, unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Nee, aber bitte, also, Ihr Volk hat so viel erreicht, oder? Also nicht aufgeben. Bei den Olympischen Spielen, da sind Sie doch hier immer vorne mit dabei. Falschheit, dein Name ist Emanzipation. Es gibt Frauen, die kann man nicht kaufen. Für alle anderen gibt es die Mastercard. Falschheit, dein Name ist... Das ist total, kann ich ganz... Lass dir, ich wollte nur ganz kurz... Ja. Würden Sie ihm jetzt was geben? Nein? Nazi. So. Falschheit, dein Name ist... Großer Gott, wir loben dich. Tobias, du hast deine Psalme nicht auswendig gelernt. Kommst du bitte in mein Büro? Machst du die Tür hinter dir zu? Verehrte Mitglieder der Nationalversammlung, Schwestern und Brüder, unsere Bewegung ist in Gefahr. Das ist eine scheiß Ellenbogengesellschaft, in der wir leben. Ab gut, jetzt also, heißt es, jeder gegen jeden also und jeder ist, für sich. Ist, toll, unsere ist, neue nein, Maxime nein. ist... Also komm, das ist natürlich, wir leben in einem Land, da kann man sich schon frei entscheiden, man kann frei wählen und so. Das sind alles, das sind natürlich Sachen, die man irgendwie besser machen könnte, klar kann man immer. Aber so ist das doch, wir sind doch glücklich, Mensch. Wir sind doch glücklich! Champions geht an Team und Struppi!